So, fangen wir mal an, noch die Levels zu editieren. Also die Idee ist jetzt vielleicht, dass man, sagen wir mal, hier oben einen T einbaut für die Startposition des Taxis. Dann würde ich das gleich mal woanders hin machen, damit man sieht, dass es funktioniert. So, das heißt, ich suche nach einem T und gleichzeitig würde ich gerne Taxigäste hier irgendwo hin platzieren. Lasst uns doch mal anfangen, hier einen hinzusetzen. Ich würde, Zahl vielleicht. Ja, lass uns mit Zahlen arbeiten. Das heißt, der Taxigast steht hier und muss nach da hingebracht werden. Vielleicht können wir dann mit fortlaufenden Nummern bis 9 halt die ganze Sache verpacken. Vorerst mal nur ein einziger Gast. So, der Gast, den brauchen wir noch eine Textur für. Die klauen wir mal eben hier raus. Ich habe hier auch irgendwo gesehen, dass es kleine Fähnchen gibt und so für die Plattformer Sachen. Das wäre natürlich auch cool. Ein kleines Fähnchen, damit man sieht, wo er hin muss. Und irgendwie brauche ich ein Icon, eigentlich ein Icon, sondern ein Bildchen für den Fahrgast selber. Candy Pack. Haben wir hier irgendwas? Nein, das sieht alles furchtbar aus. Das da wird unser Fahrgast. Den kopiere ich mal eben kurz irgendwo hin, auf den Desktop. Ich mache hier meinen eigenen Ordner, sonst wird das hier alles zu durcheinander. Moon Taxi. So, Blue Alien. Der bewegt sich jetzt auch erstmal nicht. Aber ich habe hier irgendwo gab's Fähnchen. Und Fähnchen ist genau das, was ich jetzt eigentlich brauche. Nein. Request Pack. Ein Schirmchen. Naja, gut. Wo war das denn? Pinky Cake. Cake Castle. Grass. Purple Sand Snow. Vector. Nein. Wo war das denn? Verdammt. Metals. Nee, sicher nicht. Platformer Bricks vielleicht. Auch keine. Road Textures, Epigee Pack. Nee, das ist alles Quatsch. Da ist nichts drin. Ich weiß leider nicht mehr, wo die Fähnchen waren. Das ist ja doof. Keine Fähnchen. Smileys? Nee. Okay, das hilft jetzt alles nichts. Ich finde es jetzt gerade nicht. Vielleicht da nochmal kurz einen Blick reinwerfen. Waren hier die Fähnchen irgendwo? Nein, keine Fähnchen. Ich habe keine Ahnung, wo die Fähnchen waren. Board Game, Charakter. Nein, nein, ich habe keine Ahnung. Aber allerdings brauchen wir trotzdem irgendwas, was markiert, wo der Fahrgast hin muss. Building Pack. Ich werde jetzt hier irgendwas hinstellen. Sowas? Nee. Enemies. Verdammt. Items. Eine Bombe. Ach, Fähnchen schon an. Okay, also, ich nehme die beiden Flags hier. Ich würde die sogar animieren wollen. Das finde ich jetzt ein bisschen unpassend. Wo habe ich denn mein Paint hin? Geh doch auf. Habe ich das? Da ist es. So, unsere Blocks sind ja 20x20, das heißt, ich mache hier einen 40x20 Block hin. Und holen wir die beiden Fähnchen mal hier rein. Open. Resize die mal eben auf 20x20. Ach, danke. Ja, ich habe vorhin irgendwas resized, was nicht. So, einmal. Sehr cool. Und das bitte auch. Auf 20. Und dann haben wir eine kleine Animation auch. Dann haben wir das auch erledigt. Das Thema Animation. So. Sehr gut. Ich hatte doch einen Ordner gemacht. Da nennen wir das mal Flex. Yes. Dann, wenn wir schon dabei sind, lasst uns doch auch gleich den Außerirdischen nochmal skalieren.
Wo habe ich den denn jetzt hin? Verdammt. Wo ist denn jetzt das? OBS? Nein, nein, Moon Taxi, da ist er. Alien Blue. Kommen Sie herein, Alien Blue. Die mache ich mal besser zu, sonst speichere ich die wieder versehentlich. Den habe ich gespeichert. Taxi ist auch alles cool. So, der sieht wahrscheinlich total mistig aus, wenn man den jetzt auf 20 mal 20 reduziert. Naja, was soll's. Ja, 20 mal 28. Ich lasse ihn auf 28, sonst sieht man gar nichts mehr. Ja. So, dann holen wir uns die beiden Sachen nochmal hier rein. Textures. Wo ist es denn? Moon Taxi. Die beiden. Auch da holen wir das noch rein. Flex Alien. Pam pam. Speichern. Die Map. Lass mal so. So, weil jetzt brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Jetzt haben wir nämlich so Sachen drin wie das Taxi. T. Das sorgt dafür, dass die Taxi-Position. Ach, jetzt sind wir in der Map. Wie blöd. Okay, also unsere Map braucht jetzt ein bisschen Zusatzinfo. Da machen wir noch einen Vektor 2 rein. Vektor 2. Oh ja, danke. Oh, das nervt mich so ein Visual Studio. Wenn das Using noch nicht drin ist, dann. Na egal. Taxi Position. Ja, ist jetzt gut. Ich habe jetzt den großen Fehler gemacht, so ein Snippet zu verwenden. Dann muss man nämlich erstmal. Vektor 2. So, jetzt kann ich das Using einbinden. Wir brauchen noch einen Vektor 2 für die Guest Position. Und Destination. So. So, dann können wir nämlich die Taxi Position Map.Taxi Position setzen. Das ist in dem Fall dann halt XY. Break. Dann hatten wir noch die 1 hier drin. Das wäre die Map.GuessPosition. XY. Break. Und dann brauchen wir noch die Destination. Map.Destination. Und auch das XY. So. Ah, und Break. Natürlich brauchen wir auch noch Break. Dann hätten wir das drinnen. Das heißt, die Map weiß dann Bescheid. Und nachdem wir die Map geladen haben, Map geladen. Was passiert hier irgendwo, richtig? Ja, da. Ich mache das mal ein bisschen weiter nach unten, weil es ja alles so ein bisschen in einem drinnen klebt. So, nachdem der Reset passiert ist, müsste ich aus dem im Reset drinnen die Taxi-Position aus der Map rauslesen. Und das müsste eigentlich relativ simpel funktionieren, indem ich sage Map.TaxiPosition. Ne, gar nicht wahr. Level TaxiPosition. Super cool. Das heißt, wenn ich es starte, dann ist unser Taxi am Arsch der Welt. Warum? Weil das Laden nicht funktioniert hat, richtig? Ah, weil wir hier Zellenposition haben und nicht Koordinaten. Also wir brauchen Pixel. Ja, dann holen wir halt Pixel da rein. Mal. Schaffen wir schon, schaffen wir schon. Reset. Das wäre in dem Fall einfach mal 20. Das ist jetzt halt alles hardcoded. Frage, ob wir das irgendwann schöner machen wollen. So, wo ist unser Taxi? Perfekt. Taxi ist da, wo wir es hinhaben. Passt. So, jetzt müssen wir nur noch den Gast reinholen. Da brauchen wir wieder zwei Texturen. Texture 2D. Guest. Texture 2D. Destination. Oder Flag einfach. Flag. So. Da, wo wir alles machen. Hier. Guest. Und Flags, glaube ich, war es, ne? Guest. Flag. Prima. Jetzt müssen wir die beiden auch nochmal.
Gar kein Problem. Das machen wir am besten nach allem. So. Spreadbatch.draw. Guest. Es gibt übrigens auch die Überladung, nur den Vektor zu nehmen. Ich muss gerade mal gucken, ob das funktioniert. Wir können im Grunde die Guest Position. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil das ja natürlich die Zellenposition ist, obwohl doch funktioniert. Aber der Guest ist. Ach, das Männchen ist aber höher als. Oh Gott. Ja, naja, was soll's. Komm. Egal. Dasselbe mit dem Flag. Und jetzt kommt hier die kleine Besonderheit. Ich will ja hier die Flagge ein bisschen wehen lassen. Das heißt, hier müssen wir kurz mit der Destination. Gibt es die Vektor? Na, leider nicht. Okay, also Destination Rectangle ist quasi Level.destination.x mal 20. Level Destination x. Y mal 20, Entschuldigung. Größe ist 20 mal 20. So, und jetzt ist diese Destination, dieses. Ah, wo ist es denn? Source Rectangle, interessant. Das Source Rectangle bestimmt ja, wo. Verdammter. New Rect. Rectangle bestimmt ja, wie groß oder wo die Daten herkommen. Das heißt, das müsste jetzt erstmal dafür sorgen. Ach, das ist wieder das alte Problem. So. Peng. Guest. Alien Blue. Ja, natürlich. Entschuldigung. Alien Blue. Juhu. Alien steckt jetzt leider im Boden, weil die Textur größer ist als die Zelle. Aber das kriegen wir noch in den Griff. Worauf ich aber eigentlich raus will, ist die Flagge hier hin, die ja jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Textur ist, aber die würde ich gerne wehen lassen. Und wehen lassen funktioniert, indem ich den Bereich, den ich ausschneide, wo male ich denn diese Flagge? Da. Den Bereich, den ich aus der Textur ausschneide, und das ist hier das da, abhängig von der aktuellen Sekunde mache zum Beispiel. Das heißt, ich habe eine Total Game Time. Na, komm schon. Game Time. Total. Game Time. Total Seconds. Das würde ich mal kurz durch ein Modulo 2 schieben und davon abhängig machen. Also zum ersten Mal ganz viele Klammern. Das caste ich nach Int, damit ich eine runde Zahl für die Sekunden, also runde, eine glatte Zahl für die Sekunde kriege. Das schicke ich durch ein Modulo. Gucke, ob es eine gerade oder eine ungerade Zahl ist. Wenn es eine gerade Zahl ist, dann möchte ich das hier. Moment, mal gucken, welche Klammern hier zusammengehören. Dann möchte ich, dass hier eine 0 steht und in einem anderen Fall möchte ich, dass hier eine 20 steht. So, das funktioniert auch schon. Und jetzt müsste eigentlich die Flagge im Sekundentakt wehen. Tut sie, sehr schön. Okay, aber das ist nicht das, was ich eigentlich will, das ist mir zu langsam. Weshalb ich das hier kurz mal. Mal 0,5, dass es schnell, doppelt so schnell weht. Jetzt weht's irgendwie. Da tue ich mir immer ein bisschen schwer bei sowas. Also ich habe eine Total Seconds. Das heißt, das im Sekundentakt von 0 auf 1. Und wenn ich das mal 2 mache, so war es doch. Dann wird es natürlich niemals so. Ja, genau. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir eine Flagge, die im Halbsekundentakt weht. Das ist okay. So will ich das haben. Dasselbe hätten wir mit unserem Alien natürlich auch machen können, dass der winkt oder so, aber das erstmal nicht. Den müssen wir aber jetzt leider.
händisch nochmal nach oben verschieben. Das ist natürlich doof. Neovektor 2. Leider, leider, leider muss ich das jetzt so machen. X mal 20. Level guest position Y mal 20 minus 8. So, jetzt passt das auch mit dem Gast. Jetzt steht er auf der Plattform. Easy. So, und jetzt müssen wir dem Taxi noch beibringen, den Gast einzuladen und irgendwo hinzubringen. Und das machen wir, indem wir im Prinzip den Taxi-State nochmal festlegen. Obwohl, Guest loaded, machen wir einfach. So wie landed, haben wir ein Taxi Guest loaded. Ist erstmal false. Und das ist übrigens auch die Bedingung dafür, dass der Gast gemalt wird. Weil, wenn der Gast schon eingeladen ist, Guest loaded, also nicht loaded, dann malen, ansonsten nicht mehr malen, natürlich. Weil der Gast muss ja verschwinden, wenn er eingeladen ist. So, aber um ihn einzuladen, müssen wir jetzt den Moment abpassen, wo wir gelandet sind. Und hier die Frage, ob der Taxi-Gast schon geladen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann prüfen wir beim Gelandetsein die Entfernung zum Gast. Und das funktioniert, indem wir ja die aktuelle Taxi-Position abziehen von der Guest-Position. Das ist über Level.GuestPosition. Mal 20 leider. Das ist jetzt noch ein bisschen schäbig. Das könnte man nachher ein bisschen trennen noch. Und davon die Länge nehmen. Das muss jetzt eine gewisse Entfernung unterschreiten. Keine Ahnung, das ist jetzt die Entfernung in Pixel vom Gast, also zwischen Taxi und Gast. Ja, also nicht immer, wenn wir gelandet sind, laden wir einen Gast ein. Nur dann, wenn wir nah genug am Gast landen. Und wenn das der Fall ist, ist Taxi Guest loaded. So, mal gucken, ob wir das jetzt gleich hinkriegen. Okay, nicht nah genug. Nicht nah genug, nicht nah genug. Lass uns mal gucken, was da los ist. Wir sind gelandet. Sind wir das? Scheinbar nicht. Okay, gelandet. Die Position ist auch klar. Stimmt das denn? Ja, das passt. Und die Guest Position ist eigentlich auch klar. Ich vermute, dass das zu wenig ist. Aber obwohl, das können wir mal kurz gucken. Quick Watch. 15. Okay, wir sind quasi direkt neben dem Gast und trotzdem 15 Pixel weg. Dann muss hier einfach ein größerer Wert rein. Lass uns doch 30 hier reinschreiben. So. So, jetzt ist der Gast übrigens auch weg. Den haben wir gerade eingeladen. So, das hat also funktioniert. Der Loop funktioniert übrigens auch gerade, wie wir gehört haben. So. Versuchen wir den mal einzuladen. So, Gast eingeladen. Und jetzt müssen wir rüberfliegen, um ihn zurückzubringen. Aber das funktioniert natürlich noch nicht. So, else ist natürlich der Fall, wenn wir gelandet sind und jetzt der Gast schon drinnen ist. Jetzt müssen wir gucken, ob die Taxi-Position minus Level Destination Position mal 20 mal Länge. Was? Was, 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 was? Achso, eine Klammer zu wenig. Punkt Length. Kleiner ist als 30, machen wir das wieder so. Dann haben wir gewonnen. Das ist die Gewinnbedingung. Fürs Erste machen wir hier mal ein Reset rein. So. Gucken, was passiert. So, eingeladen. Okay, da passiert nichts. Wir müssen näher ran. Zack, geschafft. Oh, die Position, das wird nicht richtig zurückgesetzt. Und der Gast ist nicht wieder da. Das ist natürlich doof.
Wir müssen natürlich Taxi Guest Loaded wieder auf False setzen natürlich. Ups. Und irgendwie funktioniert der Reset hier nicht. Komisch. Das stimmt aber alles. Warum starten wir da unten? Was ist denn da los? Und wir landen vor allem. Ach so. Landet natürlich auch, logisch. Und Taxi landet ist natürlich auch false. Das ist effektiv nichts, was hier reinkommt, sondern das muss natürlich ins Reset. Na, komm. Das ist natürlich Teil von dem Kram hier. So, jetzt aber. So. Check. Funktioniert. Wir haben gerade. Abmoderieren. So. Wir haben gerade erfolgreich ein kleines Space-Taxi-Spiel gebaut. War jetzt eigentlich nur mal, um zu testen, wie es mit dem Stream funktioniert und wie lange ich Bock habe, einfach mal irgendwas zu machen. Weiß noch nicht, ob wir daran weitermachen. Ich fände es ziemlich cool, wenn wir zum Beispiel das Ganze so machen, dass wir ein Cloud-getriebenes System haben. Also ich hätte gerne zum Beispiel diese Levels, dass man die ins Netz stellen kann. Also einen kleinen Map-Editor dazu basteln. Highscores zu einzelnen Spielen, also dass wir jetzt hier mit Treibstoffverbrauch und wie lange man braucht zum Durchfliegen. Und dann halt so ein kleines, weiß nicht, so ein kleines Racing-Spiel haben. Interessant wäre vielleicht sogar der Port aufs Phone, dass man halt den Touchscreen nutzt, um die verschiedenen Sektoren zum Steuern zu verwenden. Also, dass man hier quasi in der Mitte den Nullpunkt hat und je nachdem, also es ist halt immer eine Steuerungsfrage. Aber ja gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich dachte, ich fange einfach mal an, irgendwas Absurdes zu coden. Habe ich getan. Finde, das Ergebnis ist sogar ziemlich gut geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Bock habt, ja, abonnieren, Daumen nach oben, Kommentare, was weiß ich, das ist der übliche Mist. Ich wünsche einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.